Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge für euch aus der First Class Terminal Lounge, ganz genau. Und zwar heute bei den frisch gepressten Themen kam gerade meine Gate-Verschiebung auf Gate A21 an, aber das ist nicht frisch gepresst für euch, das ist frisch gepresst für mich. Gestern Stammtische gehabt, vorgestern Stammtisch gehabt, davor in Frankfurt Stammtisch gehabt. Danke für alle, die gekommen sind, die erschienen sind. Hat super viel Spaß gemacht für euch, die ihr den Kanal schaut. Ich hatte gestern so viel Stress und so viel Spaß in Köln mit Remoma und mit anderen Dingen, dass ich leider die Sendung nicht aufgezeichnet habe. Ich wollte, aber es kommt jetzt wieder. Themen, die ich für euch heute frisch gepresst habe, ist einmal natürlich, Boeing findet ein Bauernopfer für die 737-Thematik und ja, schmeißt jemanden raus. Dann haben wir Vereinigung Cockpit, die mit Discover eine Schlichtung vorschlägt. Sollen wir gucken, was da passiert. Die EU-Kommission ist nicht ganz so happy mit ITA und Lufthansa. Die torpedieren das, schreibt also sogar jemand. Und Lufthansa warnt vor betrügerischen Online-Seiten. Da habe ich ja auch Erfahrungen mit meinen Facebook-Gruppen, mit Frequent Traveler TV, die wir betreuen. Wir haben ja zum Beispiel Lufthansa Meister More Insider, wir haben Lufthansa Fans und so weiter. Und da habe ich auch Sachen, die sind bekloppt. Ich erzähle euch davon nachher. Und natürlich als letztes Thema Passagier, 150 Tonnen Presse, die er benutzt, um mehr Gepäck in seinen Koffern zu bekommen. Da habe ich auch Fotos für euch. Das Licht ist jetzt ein bisschen hier wie in der First Class Lounge üblich gedimmt. Tut mir leid, aber besser geht's nicht. Dafür ist aber der Ton jetzt gut. Ich habe es überprüft. Ich weiß auch nicht, was die letzten zwei Tage mit dem Ton los war. Wir können jetzt direkt loslegen mit dem ersten Thema. Das ist halt bei Boeing. Und bei Boeing werden jetzt personelle Konsequenzen gezogen. Ein Bauernopfer wurde gefunden, weil man bei der Produktion der 737 MAX natürlich Probleme hat. Wir erinnern uns an die Bolzen, die nicht eingebaut worden sind für den Türstopfen, wo der Türstopfen rausgegangen ist. Andere Probleme. Und da ist es so, dass man den zuständigen Topmanager Ed Clark dazu gebracht hat, dass er die Firma am gestrigen Mittwoch verlässt, also bei Boeing raus. Und da muss man halt wirklich schauen, ob das auch wirklich der richtige Weg ist oder ob das etwas ist, wo einfach das Management davon ablenken möchte, dass man selber eigentlich eine Kultur eingeführt hat, die ein Problem darstellt. Und deshalb habe ich auch den Begriff Bauernopfer gewählt. Nachfolger wird Ringgold und er übernimmt auch die Produktionsleitung und Aufsicht und Vorstand der Fabrik in Renton, wo die 737 MAX produziert werden oder verproduziert werden, um es so zu sagen. Ja, finde ich spannend, aber man muss halt wirklich gucken, weil der Rumpf, der wird ja bei Spirit Aerospace zusammengebaut und oder Aerosystems und die sind ja dafür zuständig. Und ob man jetzt den Kopf dort abschlägt, wo jemand, der dafür sorgt, dass die Flugzeuge ausgeliefert werden, verantwortlich ist, weiß ich nicht, ob das Richtige ist und nicht einfach versucht, dass da eine Lösung gesucht wird und gefunden wird, dass man wirklich die Qualität bessert. Und angefangen damit, wir hatten das ja berichtet, dass 1000 Qualitätsprüfer fehlen würden, so die Zahl wurde so kolportiert, dann würde ich da eher sagen, man sollte nicht Leute rausschmeißen, sondern sollte Leute einstellen. Und da bin ich mal gespannt, weil ja auch die FAA die Produktionsprozesse unter die Lupe genommen hat und gesagt hat, naja, nun gut, da könnt ihr nicht weiter und schneller wachsen. Die Produktion darf und wird nicht hochgefahren werden. Und da ist es bei Airbus etwas anders. Obwohl es da auch mal Läsche gibt, wir können auf die 350.000 ULR, also die Ultra Long Range für die Qantas, die jetzt auch erst in 2026 wohl ausgeliefert werden wird, die verspätet sich. Da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber die haben halt zumindest kein Qualitätsproblem im klassischen Sinne. Die haben halt nur ein Verspätungsproblem, weil die halt die Teile nicht so schnell bekommen, wie sie die haben wollen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu schreibt, was ihr davon denkt und was ihr davon haltet. Wir können heute ja mehrere Fragen des Tages machen. Die erste Frage des Tages können wir ja auch so stellen, dass wir sagen, bringt es etwas, wenn man die Kollegen rausschmeißt? Ist es nicht eher, dass der Fisch vom Kopf her stinkt? Das zweite Thema, was wir heute haben, ist das Thema Discover, dass man dort in die Schlichtung reingehen möchte. Und die Piloten wollen in die Schlichtung reingehen, nachdem man ja gestreikt hatte und das Management gesagt hat, im Prinzip ist alles tippitoppi, aber die von den Pilotengewerkschaft sagen, nee, das ist quasi eine Verweigerungshaltung.
Und die sehen in der Schlichtung quasi die einzige Möglichkeit, da noch ein bisschen Bewegung reinzubringen. Wenn sich die Lufthansa da weigert oder sogar verweigert, was zu tun, das ist ja eher sträflich in meinen Augen, denn man sollte ja zumindest immer reden und gucken, dass man eine Lösung findet und nicht da komplett blockiert. Und ihr erinnert euch ja, dass gerade erst am Montag der längere Streik, der von Freitag bis Montag ja ging, übers Wochenende beendet wurde. Also was will die Gewerkschaft da dann machen? Und Discover zahlt halt schon höhere Pilotengehälter und die sind aber nicht vereinbart worden. Also das heißt, man macht da schon was, um vielleicht Streikbrecher zu bekommen und Leute, die trotzdem arbeiten, anstatt sich da eine Lösung zu finden. Ich meine, ich finde das ja ganz gut, dass mehr bezahlt wird, aber man sollte das doch dann in eine Lösung gießen, die uns dann als Passagiere, Sicherheit gibt und da halt, ja, dass man weiß, okay, da ist jetzt alles in Ruhe. Aber bei Lufthansa ist wirklich so viel Unruhe momentan bei den ganzen Flugbetrieben, dass man da jetzt ehrlicherweise sagen muss, das ist natürlich ein Problem. Natürlich pochen die weiter bei der Discover auf den Manteltarifvertrag, dass da alles ordentlich gemacht wird und festgeschrieben ist, weil wenn es nicht festgeschrieben ist, könnte es ja auch rein theoretisch jederzeit von denen geändert werden. Deshalb verstehe ich deren Handhabung bei der Vereinigung Cockpit, wenn man das so hört, dass die sich verweigern. Interessant ist auch ein Beitrag, im Gegenteil, der Streik war sogar erfolgreich. Die Beteiligung war überraschend hoch. Natürlich fällt bei diesem kleinen Flotte nicht ins Gewicht. Trotzdem hat es wehgetan. Die üblichen Streikbrecher ohne Rückgrat gibt es natürlich trotzdem. Andere werden vorgeschickt, profitieren werden diese leider aber im selben Stil. Also ihr seht, dass die Zahlungen, die man mehr macht bei Discover, schon einige Leute dazu gebracht hat zu fliegen. Wo man natürlich ehrlicherweise sagen muss, dass einige Leute auch fliegen müssen, weil sie einfach Geld brauchen, weil sie einfach da gucken müssen, dass sie über die Runden kommen und deshalb ist das verständlich. Was nicht verständlich ist, ist die Haltung der EU-Kommission gegenüber der Lufthansa ITA-Übernahme. Und da ist es sogar so, dass die Aero gesagt hat, dass dort das Ganze torpediert wird von der EU, weil die Forderung, die die EU-Kommission stellt, und das ist ein ganz ganzer Forderungskatalog, also quasi dieser gute alte Otto-Katalog, den man sich da wirklich vorstellt. Und da ist es so, dass am 7. Februar Verstägerbehörde gesagt hat, dass man in der Phase 2 jetzt den ersten Austauschtermin hatte und die Corriere della Sport war das, nee, die Corriere della Sera war es, die hat auch gesagt Folgendes: Lufthansa in Italien mit dem Katalog neue Auflagen überrascht, Insider berichten der Zeitung über Irritation und Frustration im Lufthansa und ITA-Lager nach dem Termin. Und jetzt ist wichtig, was wollten sie haben? Und zwar ist es so, dass man Mailand-Linate-Slot-Diskussionsbereitschaft signalisiert hat. Aber es soll dann noch weitergehen. Das heißt also, es gibt Problemstrecken im Interkontinent. Da soll Einschnitte geben. Das betrifft unter anderem die Linien aus Rom nach New York, nach Washington und nach San Francisco. Also das heißt, dass die sagen, dass das zu monopolistisch der Lufthansa ist. Und nach Daten des US-Verkehrsministeriums ist es so, dass rund 28% der Passagierströme zwischen Italien und Nordamerika auf die Lufthansa und ITA im Joint Venture der A++ stattfinden würde. Und damit ist es so, dass United 14% haben, Kanada nochmal 2% haben. Und das ist schon ein ganz starker Tobak, wenn man das überlegt. Also 28 plus 2 sind 30 plus, das sind dann 44%. Das ist eine Marktmacht, muss man ehrlicherweise sagen. Auch weiter wird daran gesprochen, dass man dort einen Teileverkauf der Lufthansa Technik haben möchte, weil die dort damit zu stark sind. Und Brüssel möchte man da dann quasi auch losgelöst haben vom Lufthansa-Konzern. Wäre natürlich doof mit der Brussels, die dort ist. Spannend ist auch in meinen Augen vielleicht die Option, dass man eine andere Fluggesellschaft helfen muss, auf dieser Strecke auch ein Streckennetz aufzubauen. Ist natürlich auch etwas, was durchaus eine Möglichkeit ist. Aber ja, da schlagen zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite natürlich, dass wir Preise haben wollen, die preislich attraktiv sind. Wir wissen ja immer, Mailandflüge sind ja immer relativ günstig gewesen, die Abflüge, wenn man da Deals suchte. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch doof für die Lufthansa, wenn sie irgendwo investiert und dann direkt auch wieder da, ich will jetzt mal brutal sagen, kastriert wird mit ihren Möglichkeiten. Also man möchte sich natürlich da nicht äußern, aber es geht halt darum, dass man wirklich
gucken möchte, dass man eine Balance findet. Aber die Frage ist, die Balance eher so in die Richtung, weil jemand von Air France KLM getrieben wird, in die Richtung gegangen, weil man hat das ja auch bei SAS gesehen, oder ist das jetzt wirklich ein ehrliches Interesse? Das wäre mal gespannt. Für mich, wie ihr das seht, ist das etwas, wo man sagt, man arbeitet gegen die Deutschen aus Brüssel, oder ist das etwas, wo man sagt, nee, wir verarbeiten halt für die Verbraucher, also für uns. Und da ist es halt so, dass dann da folgende Regeln machen muss, die ich da geschrieben habe. Also hier auch nochmal als zweite Frage des Tages zu kommentieren. Wichtig ist auch, wenn ihr mit Lufthansa korrespondiert, dass ihr über die richtigen Seiten korrespondiert. Und da solltet ihr wirklich schauen, dass ihr nicht da irgendwelchen Betrügern erlegt, weil man da sagen muss, ehrlicherweise, dass die Leute dort ja mit Webseiten, die gefährlich echt aussehen, versucht, eure Daten abzugreifen und dann Gebühren zu nehmen. Zum Beispiel sollte sicherstellen, dass man wirklich mit Lufthansa kommuniziert. Eine Möglichkeit ist, dass man entweder das über bekannte E-Mail-Adressen macht oder über die Lufthansa-Webseite, lufthansa.com, und da auf das Formular geht, was natürlich problematisch ist, und vor allem niemals in E-Mails oder sowas die Seite über den Link aufrufen, sondern immer selber eintippen. Das sind so die Sachen. Auch in den Facebook-Gruppen Lufthansa Miles & More Insider zum Beispiel habe ich Leute, die versuchen sich mit so einem Lufthansa-Kranich als Symbolbild und zum Beispiel nennen sich dann Lufthansa-Hotline, Lufthansa-Helpdesk, Lufthansens-Helpdesk und so weiter und so fort anzumelden, um da Leute in die Irre zu führen und da Gebühren und so weiter zu nehmen. Ich versuche das immer wieder rauszufischen und zu löschen. Da könnt ihr mal gucken, wenn ihr sowas findet, dass ihr das meldet direkt, dass wir die rauswerfen können. Aber auch auf dem Facebook-Ding sind solche Portale, die betrügen tun sie halt in dem Sinne, dass sie für eine Leistung die Lufthansa kostenfrei macht, die für euch übernehmen. Ne? Also das heißt, dass die Gebühren dafür wahrscheinlich abzocken. So funktioniert das, würde ich jetzt mal sagen. Und das geht ja natürlich nun gar nicht. Also da muss man ganz ehrlich sein und immer wachsam sein, also auch auf Facebook und so weiter, immer auf die Lufthansa.com gehen oder auf die Lufthansa-Webseite und da dann die ganzen Sachen anstoßen, aber nicht dann über irgendwelche Links. Also da Vorsicht, und ihr merkt, ich versuche auch da mein Bestes zu tun, dass ihr dort nirgendwo reinfallt. Als letztes Thema haben wir eine Lustigkeit, und zwar haben wir einen Passagier, der Wert von einer, also was ist Wert, also zumindest die Menge an Gepäck für eine Woche mit einer 150 Pfund Presse presst und dann festhalten, die dann in den Koffer einpackt. Es sieht auch relativ lustig aus. Ich zeige euch hier mal ein Bild. Warte, ich habe mal gerade ein Standbild davon gemacht. Da muss man halt wirklich erstmal drauf kommen. Das ist die Menge der Bilder, also der Wäsche, die er da in diesen kleinen Koffer reinhaben will. Und ihr seht da auch dann die 150 Pfund Presse. Und da muss der erstmal drauf kommen. Der hat dann so einen Ring. Warte, ich muss mal gerade das, da haben wir es. So, da mache ich nochmal kurz einen Screenshot, damit ihr das seht. Da hat er halt diesen Ring gemacht. Und mit diesem Ring, da presst er das in die Form, und ihr seht, dass das halt wirklich solche Ringscheiben sind. Also da muss man erstmal drauf kommen. Und ich finde das auf der einen Seite ja lustig, aber auf der anderen Seite ist das schon lustig, dass man auf dieser Hydraulikpresse-Kanal damit so einer 150-Tonnen-Presse das Ganze macht. Wenn ihr jetzt weiter schaut auf dem Video, dann seht ihr halt, wie der Koffer auf einmal mit diesen Ringscheiben voll ist und der Kollege auch sichtlich stolz ist. Ich gebe euch das hier direkt aufs Auge. Jetzt müssen wir das kurz einmal rüberziehen, weil ich es hier verpasst habe. Das dauert jetzt ein bisschen, da ist es, und hier habt ihr das Bild. Da seht ihr, er hat das also in diesen Koffer mit diesen Ringen rein, und das ist halt Wäsche für eine Woche. Ich weiß aber nicht, also bügelfrei ist das dann nicht wirklich, ne? Also ihr müsst das dann wieder aufbügeln. Ja, dann machen wir den wieder weg. Ihr könnt ja sagen, was ihr davon haltet, von der Presse, und ob das etwas ist, wo ihr sagt, ja, das ist ein heißer Scheiß, da kann ich noch meine Wäsche mehr mitnehmen. Ich finde es lustig, aber ich würde es persönlich für mich nicht machen, weil es halt
schrumpelig ist, ne? Also lustig ist es. Ja, wir sind jetzt auch wieder ans Ende der Sendung gekommen. 15 Minuten haben wir gemacht. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV aus dem First Class Terminal hier in Frankfurt. Ich mache mich jetzt weiter auf dem Heimweg, melde mich morgen wieder aus Finnland und denkt dran, Kanal abonnieren, Glocke, Like und so weiter. Und nochmal Grüße an den Kollegen Chris. Guten Flug nach Miami war es, trotz der Verspätung, aber im First Class Terminal, wie wir festgestellt haben, ist das Warten ja Leiden auf hohem Niveau. Und jetzt der Abspann für euch. Also, bis dann. Ciao. Thank you.